Liebe Scharfinger, liebe Gäste aus Langau, freue mich, dass ich heute hier stehen darf, den tschechischen Schaffingern kann ich nur wenig sagen, ich kann nur sagen, dobrý den, ja, man kann sagen, jižní Morava jekne, ist das korrekt, ich weiß nicht, Herr Novak. Gut, gut. Ich habe es versucht. Südmähren ist schön, wollte ich zum Ausdruck bringen. Südmähren ist schön und wir sind miteinander hier als Mähren. Oder als Nachkommen von Mähren. Wenn ich hier stehe, sehe ich das Haus meiner Großeltern da drüben. Und hinter mir das Friedhofskreuz meiner Urgroßeltern. Und da denke ich jetzt nicht nur an meine Familie väterlicherseits, die vom Schicksal der Vertreibung betroffen wurde, sondern ich denke auch an meine jetzige Familie, den Orden der Prämonstratenser, der ja seit Jahrhunderten auch in Mähren seelsorglich wirkt und segensreich wirkt, in Böhmen und in Österreich. Und wo dieser Orden ja ganz haargenau auch von dieser Geschichte betroffen wurde, die hinter uns liegt. Und ihr wisst, dass die Konvente ja sehr viele Deutsche und deutsch sprechende Mitbrüder hatten in Prag, in Tepl, in Neureich, Seelau. Ja, und dann will ich auch bei meiner Familie bleiben und auf die Kreuze schauen, die hier jetzt liebevoll als Zeichen des Gedenkens aufgestellt wurden. Unser heiliger Ordensgründer Norbert, der hatte einmal eine Vision und wir haben bei uns im Stift Gera sein Bild davon, im Kreuzgang hängen. Als er und die Mitbrüder auf der Suche waren, das erste Kloster zu gründen, da erschien einem Mitbruder der gekreuzigte Herr. Das Kreuz über der Wiese von Premontré, um die Stelle anzuzeigen, wo das Kloster gebaut werden sollte. Und vom Kreuz, von dem 7 Strahlen ausgingen, war zu hören, auf Lateinisch, hic edifica. Hier baue auf. Das erste Kloster entstand. Wenn hier nun eindeutig das Zeichen des Kreuzes steht, Kreuz, Schisch, dann ist das ein Zeichen der Zukunft. Hier baue ich auf. Wenn wir schon viel von der Versöhnung sprechen, dann hat einer bereits das vorweggenommen, nämlich Gott selber, der seinen Sohn am Kreuz dahinging. Ja, ich bin bereit, als ein Nachgeborener, als einer, der in die beste Zeit hineingeboren wurde, die es je gegeben hat. Ich bin bereit, auf dieses Kreuz hinzuschauen, dieses Kreuz mitzutragen, das euch Schaffinger, Schalecker und alle, die hier lebten und leben, betroffen hat und betrifft. Und ich weiß, dass das Kreuz nicht die Endstation ist. Es ist das Fundament,
Und dort, wo die Kreuze standen, meine Lieben, dort sind unsere Vorfahren schon auferstanden und leben. Und Gott möge es geben, dass diese Auferstehung auch unter uns weiter gelingt. In einem neuen Europa, das sich weiter vortastet auf eine bessere Zukunft. Wir haben ein schweres Erbe zu übernehmen. Wenn man quer durch unsere Länder fährt, ich war unlängst in Breslau und bin dann durch Niederschlesien gefahren. Da ist das hier wunderschön. Okay. Ich habe mir gedacht, was haben wir noch an Erbe zu tragen aus diesem 20. Jahrhundert? Ich glaube, wir sind zu schwach als Menschen, um aus eigener Kraft diese Versöhnung zu erwirken. Wir brauchen Gott. Mit Gottes Hilfe dürfen wir sagen, der Friede sei mit euch. Pokoj s tebou. Thank you.